Hallösen, ihr Mösen. Ach so, ich war wieder zu schnell. Entschuldigung. Ich bin total im Sommeroutfit-Flair. Ihr seht, ich bin immer noch sommerlich gekleidet. Das liegt halt daran, dass draußen über 35 Grad sind. Und wenn ich etwas anderes anziehe, okay, das geht einfach. Lass mal loslegen jetzt. Ich wollte den Leuten erzählen, warum... Intro. Wieder mit den News an. Es gibt nämlich ein bisschen was zu berichten. Um genau zu sein, geht es um den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands. Richtig gehört. Es gibt einen Bürgermeister, der für das Nachtleben verantwortlich ist. Nicht in ganz Deutschland, sondern erstmal nur in Mannheim. Gewählt. Und von einer Jury wurde der 27-jährige Henrik Meyer. Er ist nun ab 1. August neuer Nachtbürgermeister in Mannheim. Warum in Mannheim? Naja, in Mannheim, da findet zum Beispiel die Time Warp statt und viele andere große Events. Und deswegen, um eine Brücke zwischen Veranstalter und Bürger zu erstellen, gibt es dann halt diesen Nachtbürgermeister. Seine Aufgaben sind nämlich genau das, eine Brücke sein. Er soll nämlich dafür sorgen, dass alles richtig läuft. Ne? Dass wenn der Bürger um die Ecke kommt und sagt, das ist nicht... Die ganzen jugendliche Kotze auf der Straße, ich brauche meine Freiheit, dass der halt kommt und sagt, das kann ich verstehen, aber das kriegt die Stadt, warum rede ich eigentlich so, die Stadt kriegt Geld etc. Also er ist halt derjenige, der das Ganze ein bisschen klären soll. Insgesamt soll er ab dem 1. August über 60 Stunden im Monat dann das Nachtleben widmen. Nicht schlecht. Ich frage mich, wie das Ganze aussehen soll. Durch die Straßen laufen. Ja, soll er. Denn in anderen Städten gibt es bereits schon einen Nachtbürgermeister. Erfolgreich. Unter anderem in Amsterdam, London, New York und Zürich. Da sind sie ziemlich gut am Laufen. Deutsche Welle hat auch mal darüber berichtet, über den amsterdamischen Nachtbürgermeister. Und ja, der läuft dann halt wirklich nachts rum und bespricht dann oder vermeidet Konflikte. Also wenn dann zwei Besoffene aufeinander schlagen, steht er dann da und sagt, Moment, liebe Freunde. Ich finde, wir trinken jetzt einen kurzen, dann ist wieder alles tutti. Ja, spätestens dann kriegt er eins in die Fresse. Naja, ich bin gespannt, ob vielleicht auch bald in Bornhöved oder Pottenbüttel einen Nachtbürgermeister gibt. Man weiß es nicht. Wenn ja, erfahrt es bei uns. Kommen wir zu einem der wohl geilsten Duos ever. Nini Vanilli. Nein, das war ein Witz. Daft Punk, ja. Es gibt was zu berichten über Daft Punk. Und zwar gibt es nun ein Buch, The Real Daft Punk. Worum geht es? Die komplette Biografie erzählt in Wort, Text und Bild. Ja. Insgesamt sind in diesem Buch über 80 Originalfotos und Backstage-Wissen über Daft Punk. Halt auch ohne Maske. Ja, okay, viele haben ja auch die Daft Punk-Doku von BBC gesehen. Aber in diesem Buch gibt es auch Interviews von Moby, von Green Velvet. Und das Ganze spielt in einem Zeitraum und erklärt die Auferstehung, oder besser gesagt, der große Hype um Daft Punk. Gerade in dem Zeitraum, wo sie ihre legendären Alben Homework oder auch Discovery hatten. Und in diesem Zeitraum bewegt sich dann auch das Buch. Ziemlich interessant, auf jeden Fall was für jeden Daft Punk-Fan. Könnt ihr euch im Internet bestellen, Link dazu packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Liegt dann so zwischen 6 und 27 Euro. Also je nachdem, wo ihr bestellt. Ja. Sagt mir mal, wie das Buch ist, ob es jemand von euch bereits gelesen hat. Wenn ja, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare oder postet es in unser neues Forum. Wir haben ein neues Forum. Forum 2.0, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Am Ende des Videos erkläre ich euch noch mehr zu. Oder kommt in unsere Facebook-Gruppe. Alles am Ende des Videos. Also wenn ihr es gelesen habt, sagt es mir gerne mal. Vielleicht sage ich dann auch, ich bestelle es mir. Ja. Oder auch nicht. Und zu guter Letzt reden wir nochmal über die Swedish House Mafia. Ja, müssen wir. Warum? Weil entweder verstehen die es verdammt gut, Marketing zu machen, oder sie haben eine verdammt gute Managerin oder alles einfach zu... Weil die kriegen es einfach hin, dieses Thema Swedish House Mafia immer wieder am Leben zu erhalten. Axwell hat auf dem Perucaville Festival gegenüber der FAZ, ja, oder der, Entschuldigung, nicht der FAZ, der BRZ, erzählt, dass 2019 definitiv was passieren soll. Oliver Heldens hat in seiner Heldy Radio Show erzählt, dass die Swedish House Mafia nun doch die Tour für 2019
bekannt gegeben haben, also es findet eine statt, dann gab es nun noch diese Meldung. Und zwar hat in London, oder besser gesagt, waren in London Poster aufgehangen oder hingen Poster von drei Adidas-Logos und einer Adresse drauf. Und das Ganze sah ziemlich aus wie die Poster, die in Miami hingen, bevor oder während des Ultra Music Festivals, bevor diese Reunion-Geschichte war. Was sollen uns jetzt diese Poster in London sagen? Dass an dem Datum, was da drauf steht, oder die Straße, welche ein Adidas-Store ist, dass dort etwas startet, dass das Merchandise, was ja eigentlich erst mit Nike geplant war, laut Gerüchten, nun noch mit Adidas stattfindet. Vielleicht, also, was die Swedish House Mafia kann, beziehungsweise deren Management, und da muss man wirklich sagen, da macht Amy Thompson eine verdammt gute Figur, die können auf jeden Fall dieses Thema so groß machen, dass die Leute immer weiter drüber sprechen. Respekt. Fakt ist, dass keiner weiß, was los ist. Dass einfach nur für Verwirrung gestiftet wird. Und alle sich fragen, was passiert denn nun? Was passiert? Wird jetzt irgendwas bekannt gegeben? Ich meine, die Managerin Amy Thompson hat ja vor kurzem auch erst in einer Instagram-Story ein Datum veröffentlicht, wo alle sagen, da an diesem Datum im September wird die Tour bekannt gegeben. Und also es ist einfach nur ein riesengroßer Hype um die Swedish House Mafia. Steve Angello hat gesagt, er wäre einer Tour, würde er nicht im Wege stehen. Axel hat gesagt, es wird 2019 was passieren. Leute, wir können gespannt sein. World Tour 2.0, man weiß es nicht, man munkelt nur. Ich bin gespannt, wenn es so sein sollte. Ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket besorgen, egal wo ich hinfliegen muss. Das muss ich mir nochmal geben, auf jeden Fall. Ihr auch? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob ihr da auch genauso viel Bock habt wie ich. Tauche ein in die Welt von Dream Dance. Mit dem feinsten Dance- und Trance-Sound auf 3 CDs und als Download. Mit exklusivem DJ-Mix von Kyao und Albert. Dream Dance 85. Folge dem Delfin. Hast du? Was? Soll ich machen? Ja. Ich mach, jetzt ist es zu spät. Bin ich auf dem Weg. Kommen wir zum Brett der Woche. Leute, ich muss es einfach machen. Oh, ist das denn geil. Oh, Freunde. Oh, ich bin ja schon barfuß, ne? Also, nee, warte. Ich bin ja schon barfuß, ne? Aber ich werde hier jetzt gleich so über den Boden schlittern bei diesem Brett der Woche. Einfach nur fett. Die Rede ist von Gamma mit The Drop und das Ganze im Dyro Remix. Leute, ich weiß, es gibt zwei fette Remix-Pakete und da sind richtig gute Remixe drauf. Ihr habt ja auch im Forum schon einige vorgeschlagen. Aber der Dyro Remix, Leute, leck mich fett, ist der geil. Der ist so fett. Oh, ist ja gut. Ich werde jetzt abgehen. Leute, tut mir leid, ich kann nichts mehr sagen. Fakt ist, The Drop von Gamma ist ja, also das Sample wurde schon so oft in Bootlegs und hast nicht gesehen, aber der Dyro Remix, Leute, leck mich am Arsch. Ich sag da nichts mehr zu. Ihr, das Einzige, was ihr jetzt sagt, ist Daumen nach oben und ordentlich abgehen. Hier für euch Gamma mit The Drop, Dyro Remix. Oh, ist das Ding fett, Alter. Ah! Es ist Zeit für unser Classic of the Week und da haben wir was ganz Feines für euch, Leute. Chocolate Puma. Und ich weiß, spätestens jetzt viele von euch sagen, wie weil Chocolate Puma Classic? Die machen doch erst seit ein paar Jahren Musik. Nee, Freunde, Chocolate Puma macht schon sehr, sehr lange Musik. Ja, mein lieber Scholli. Und schon immer waren sie
für richtig guten, groovigen Sound bekannt. Mhm. Kennst du noch Chocolate Puma von früher? Siehste, Chris kennt sie auch noch von früher. I Wanna Be You war zum Beispiel einer ihrer größten Hits. Und das Ding war einfach nur Groove. Einfach nur geiler Groove. Geil. Einfach nur geil. Mega geile Nummer und ich glaube, Chris hat sie auch gefeiert. Hast du sie auch gefeiert? Absolut, sagt er. Von Anfang an. In diesem Sinne, Chris feiert's, ich feier's und ich hoffe, ihr auch. Deswegen hier Chocolate Puma. I Wanna Be You. Classic of the Week. Viel Spaß. Heißt an dieser Stelle, das war Clubsounds TV für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Sorry wegen meinem Outfit, aber 35 Grad kann ich in voller Montur einfach nicht machen. Da würde ich hier laufen. Es geht einfach nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ganz wichtig, unser neues Forum ist online. Electronic Dance und Clubsounds TV. Wir haben endlich unser Forum. Forum.clubsounds.live. Einfach mal draufgehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Es ist richtig gut geworden. Übersichtlicher, einfach nur fett. Richtig geil. Meldet euch bitte dort an. Lasst uns dort eine geile Community werden, die wir ja eh schon sind. Aber lasst uns von Facebook ein bisschen weggehen. Und dann dahin. Facebook ist eh bald durch. Das ist das Shit. Wirklich. Link dazu unten in der Videobeschreibung für alle diejenigen, die sagen, doch Facebook. Link dazu zur Gruppe auch unten in der Videobeschreibung. Aber lass mal. Komm, es sind so viele Leute auf YouTube und da. Lasst uns doch alle einfach im neuen Forum treffen. Ist das nicht was? Das ist was. Finde ich auch. In diesem Sinne, tschüssikowski, wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge Clubsounds TV. Ich gehe jetzt in die Eiswanne, weil draußen halte ich es einfach nicht mehr aus. Ja, bis bald.